Grüß euch, ihr Lieben. Heute zum Thema: Bist du ständig hungrig, ja, und weißt nicht so genau, was du dagegen tun sollst oder auch wo das herkommt? Musst du dich tagsüber öfter zusammenreißen und versuchst weniger zu essen, wie dir dein Körper signalisiert und so weiter und so fort, ja? Und hast du vielleicht noch nicht die richtige Lösung für dich gefunden? Also sprich, hast du zum Beispiel nach dem Essen, nach dem Mittagessen als Beispiel nicht so ein richtiges Sättigungsgefühl, sondern nur so eine Art Völlegefühl. Also du merkst, der Magen ist voll, aber du fühlst dich trotzdem nicht so richtig satt, ja. Oder hast du ein, zwei Stunden nach dem Essen schon wieder ein Hungergefühl, leichtes Hungergefühl oder auch ein stärkeres Hungergefühl oder auch Appetit auf irgendwas Süßes, ja. Auch so ein typisches Symptom dafür. Oder hast du allgemein tagsüber ständig Hunger, ja. Hast du das Gefühl, du musst irgendwie alle ein, zwei, drei Stunden irgendwas essen. Und auch da vielleicht sogar so stark, dass wenn du nicht relativ schnell was zu essen bekommst, dass du dann irgendwie so eine Übelkeit merkst im Magen und so weiter und so fort. Diese ganzen Symptome, die meine ich jetzt hiermit. Und da habe ich jetzt mal die drei oder drei der wichtigsten Ursachen für dich hier mitgebracht. Die will ich dir mal zeigen. Und da kannst du mal schauen, ob das auf dich auch zutreffen könnte. Also Ursache 1. Blutzuckerschwankungen, ja, Blutzuckerschwankungen. Die meisten Menschen in der westlichen Welt ernähren sich auf so eine Art und Weise, dass sie den ganzen Tag starke Blutzuckerschwankungen haben, ja, weil die meisten Mahlzeiten, die sie essen, sehr viel Insulin ausschütten und wenn sehr viel Insulin ausgeschüttet wird, hat das zur Folge, dass der Blutzucker sich sehr schnell verändert, ja, dass er sehr schnell anst also wenn viel Insulin ausgeschüttet wird, dass er sehr schnell abfällt und er ist ja vorher sehr schnell angestiegen, ja, und deswegen wurde ja überhaupt erst Insulin dann ausgeschüttet. Das heißt, je nachdem, wie wir uns ernähren, können wir entweder sehr starke Blutzuckerschwankungen haben oder fast gar keine. Ja? Und immer, wenn wir starke Blutzuckerschwankungen haben, dann ist natürlich in dem Moment, wenn sehr viel Insulin freigesetzt wird, die Gefahr gegeben, dass der Blutzucker zu stark absinkt, ja, durch das viele Insulin, was dann in dem Moment aktiv ist. Und dann kann es sein, dass der Blutzucker halt unter das Normalmaß darunter fällt. Und das ist dann so ein Alarmsignal des Körpers. Ja, der Blutzucker darf nicht zu stark absinken und dann sendet er halt ganz krasse Heißhungerattacken aus. Und dann musst du sofort was essen und hast auch möglicherweise so typische Symptome von null Energie, also richtig komplett so kurz vorm Nervenzusammenbruch oder auch kurz vorm Kreislaufkollaps. So in diese Richtung kann das gehen. Also richtig dramatische Symptome. Und das kann dann mit dieser Unterzuckerung zusammenhängen. Und wenn du es schaffst mit deiner Ernährung, primär mit deiner Ernährung, deinen Blutzucker relativ konstant zu halten, dann hast du wahrscheinlich schon die wichtigste Ursache gelöst. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch eine zweite Ursache. Eiweißmangel. Ja? Hat auch direkt natürlich mit dem Essen zu tun, logisch. Eiweiße slash Proteine, das ist ja dasselbe. Das sind nur zwei verschiedene Begriffe für dasselbe. Und da ist es einfach so, dass wenn unser Körper nicht genug Eiweiß bekommt über die Nahrung, dann ist er automatisch im Hungermodus. Ja? Er ist automatisch im Hungermodus. Also das heißt, kannst dich von morgens bis abends vollstopfen mit irgendwelchen Sachen, ja, und dein Magen ist den ganzen Tag voll, aber dein Körper ist trotzdem in so einer Art Hungermodus, weil ihm bestimmte Aminosäuren fehlen, weil du vielleicht nicht genug Eiweiß isst, ja, oder vielleicht nur sehr einseitige Eiweißquellen, vor allem so pflanzliche Eiweißquellen, die einfach kein vollständiges Aminosäureprofil haben, in den allermeisten Fällen zumindest, und auch kein wirklich gut ausbalanciertes, zumindest für uns Menschen nicht. Ist ja auch logisch, ja, Pflanzen sind ja nun mal von ihrem eigenen Aufbau deutlich weiter von uns entfernt wie Tiere. Demzufolge ist natürlich auch das Aminosäurespektrum von den Pflanzen ganz anders wie das, was wir halt haben. Und das von den Tieren ist natürlich näher an unserem dran. Also von daher ist es ganz logisch, dass tierische Eiweiße näher an unserem Bedarf dran sind sozusagen. Aber es geht auch über pflanzliche Quellen. Man muss halt gut kombinieren. Ja? Man muss halt gut kombinieren. Man muss wenn man sich rein pflanzlich ernährt, genau wissen, wie das Aminosäureprofil der verschiedenen pflanzlichen Eiweißquellen ist. Wenn man es gut miteinander kombiniert, kann man es auch darüber decken. Es funktioniert. Aber ich sage das nicht so einfach. Heißt, viele Menschen haben auch da ein Problem beim Thema Eiweiß und kann natürlich sein, dass dein Körper einfach dann ein starkes Hungersignal aussendet, weil er das Eiweiß haben will. Ja, und das merkst du natürlich nicht in dem Sinne, weil du hast ja eigentlich nur in Anführungsstrichen das Hungergefühl und demzufolge kann es sein, dass du dann wieder relativ wenig Eiweiß zu dir nimmst und dann kann der Körper natürlich sein Bedürfnis nach dem Eiweiß wieder nicht stillen oder wurde nicht gestillt.
Demzufolge sendet er dann wieder ein Hungersignal aus. Das hängt dann meistens natürlich auch mit Ursache 1 direkt zusammen, oder beziehungsweise die treten häufig zusammen auf, weil wenn du wenig Eiweiß zu dir nimmst, dann nimmst du gleichzeitig viele Kohlenhydrate und Zucker zu dir. Logischerweise hast du ja viel mehr Platz dann dafür und dann hast du natürlich viel stärkere Blutzuckerschwankungen. Andernfalls, wenn du halt viel mehr Eiweiß zu dir nimmst, dann wirst du natürlich automatisch weniger Zucker und Kohlenhydrate essen, dann hast du weniger Blutzuckerschwankungen. Also die gehen eigentlich Hand in Hand, die beiden Sachen. Und verstärken sich da gegenseitig, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Ja. Also sprich, wenn du eiweißreich isst und wenig Blutzuckerschwankungen hast, dann bist du typischerweise 4, 5, 6 Stunden, vielleicht noch länger nach dem Essen, pappsatt, aber wirklich pappsatt. Da brauchst du nichts mehr essen zwischendurch. Und der dritte Grund, Konditionierung. Ja. Wenn jemand Essen als Stressbewältigung oder als Belohnung ansieht, dann ja, ist es natürlich auch so eine Art Hungergefühl, aber es ist eigentlich eine Art Sucht. Ja. Es ist ein Stressbewältigungsfaktor. Und ja, in dem Falle müsste man dann mal genau schauen, wo das herkommt. Ja. Wurde man als Kind vielleicht irgendwie mit Essen belohnt für gutes Verhalten oder für gute Noten oder irgendwas in der Richtung? Oder hat man auch Bestrafung bekommen? Das ist ja die andere Seite der gleichen Medaille. Ja, sprich, hat man da irgendwas vorenthalten bekommen? Und also wenn man eben nicht irgendwelche Erwartungen erfüllt hat in Form von Noten oder bestimmtem Verhalten oder wie auch immer, hat man dann vielleicht weniger Süßigkeiten bekommen oder wurden die einem weggenommen oder irgendwas in der Richtung. Ja, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie dann so eine Konditionierung sich aufbauen kann, die dann halt meistens an so einem Dressurprogramm dranhängen. Ja, also irgendwie Belohnung, Bestrafung. Das ist ja ein Dressurprogramm oder ein Dressurverhalten. Also Dressur letztendlich, ja. Und die kann natürlich im Erwachsenenalter genau sowas dann zur Folge haben, dass man da sich dann selber belohnt, durch Süßigkeiten zum Beispiel. Und das kann natürlich dann auch durch ein entsprechendes hungerähnliches Gefühl veräußert werden vom Organismus. Und da muss man dann mal genau reinschauen, ob das bei einem selber ein Thema ist. Ja, das sind auf jeden Fall drei sehr wichtige Ursachen. Eine weitere könnte man noch hinzufügen, die mir gerade jetzt einfällt, in dem Moment, wo ich das Video mache. Deswegen erwähne ich es noch kurz. Und zwar das Thema Durst. Ja? Durstgefühl äußert sich häufig nahezu identisch wie das Hungergefühl. Ja? Also manchmal kann man natürlich ein Durstgefühl schon eindeutig als solches identifizieren. Dann will man halt einfach irgendwie Wasser trinken oder irgendwas in der Richtung, klar. Aber häufig ist es auch tatsächlich, fühlt es sich sehr ähnlich an wie ein Hungergefühl. Ja? Kann auch passieren. Heißt, wenn du Hunger hast, kann es auch manchmal sein, vor allem wenn du weißt, du hast eigentlich genug gegessen und auch genug Eiweiß, ja, dann kann es auch einfach ein Durstgefühl sein. Und dann kann es sein, dass du einfach mal einen Schluck trinkst oder ein Glas oder wie auch immer und dann ist dieses in Anführungsstrichen Hungergefühl auch weg. Also sowas kann auch sein, ist aber nicht so häufig der Fall. Also speziell, wenn es wirklich um das Thema ständige Hungrigkeit geht oder regelmäßige Heißhungerattacken, ist das mit dem Durstgefühl eigentlich eher so ein nebensächliches Ding in den meisten Fällen. Ich wollte es aber nochmal erwähnen, weil es mir gerade eingefallen ist als nette Ergänzung. Ja, wenn du nochmal genauer wissen willst, wie das aussieht, ja, also welche Lebensmittel das dann auch verursachen, was du essen kannst, damit das nicht verursacht wird, also speziell hier Punkt 1 und 2, also sprich Blutzuckerschwankungen und Eiweißmangel, dann gönn dir auf jeden Fall mein gratis Paper zum Thema Nie wieder Mittagstief, weil da geht es nämlich um genau die zwei Sachen und noch eine dritte geheime Ursache. Aber es geht letztendlich genau darum, das eben zu vermeiden. Und dann kannst du dich trotzdem satt essen, logischerweise, und musst nicht irgendwie hungern und bei 73% des Sättigungsgefühls aufhören, was auch immer das sein soll. Da versteht ja jeder was anderes drunter. Sondern du kannst dich wirklich satt essen und wenn du dich an die Sachen hältst, wirst du trotzdem nach dem Essen weiter fit sein und trotzdem satt. Ja, das funktioniert. Das funktioniert hervorragend, wenn man diese Prinzipien einhält. Deswegen schau dir das unbedingt an. Da sind dann auch so ein paar Beispielrezepte dabei und du wirst auf jeden Fall hundertprozentig verstanden haben. Das ist natürlich alles kostenlos und das ist hier verlinkt. Also gönn dir das unbedingt und schreib mir mal drunter, ob das für dich ein Thema ist. Eine dieser Fragen, die ich da oben gestellt habe, schreib mir das auf jeden Fall mal drunter. Und ja, like das Video, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video.